Sie, pas beaucoup. Aber Sie sprechen ja wunderbar Französisch. Okay, ça dépend. Ça marche. Parfois oui, parfois non. Nee, ja, ich hab tatsächlich in Frankreich, glaube ich, 5 oder 6 Filme gedreht. Das Thema Familie ist für mich immer präsent und ein großes Thema in allen meinen Filmen eigentlich. Und dieses Mal war allerdings als allererstes die Idee, einen Film in Marokko zu drehen. Und dann erst die Überlegung, wer steht sich da überhaupt gegenüber und was ist der Verlauf der Dinge. Also es war mal andersrum als normalerweise. Und wieso Marokko? Ich hatte mal vor 20 Jahren eine unglaublich tolle Reise mit dem Dominik Graf. Den haben wir uns gerade frisch kennengelernt, quer durch Marokko. Marokko ist umwerfend, wie man im Film hoffentlich sieht. Es war so eine merkwürdige Mischung aus Verliebtsein, aus Gefahr, Bedrohung, finstere, unheimliche, fremde Welt. Und auch eine große sinnliche Kraft hat Marokko ja als Land mit diesen Farben und Gerüchen und so weiter. Und aber dieser orientalische Wahnsinn, dieses Archaische, das das mal besessen hat, auch dieses Unheimliche, das ist jetzt mit dem Internet, das Sie da auch haben und den Handys, die Sie massenhaft benutzen und den Satellitenschüsseln verschwunden. Wie hat dir die Wüste generell gefallen? Das ist ja auch eine besondere Atmosphäre in der Wüste. Ja, weil du bis zum Horizont schauen kannst, denkst du, du guckst aufs Meer hinaus. Wie würden Sie die Ausstrahlung der Wüste beschreiben? Ja, die Wüste, das ist, da muss man sich hüten davor, dass man nicht irgendein Klischee bedient. Ich habe deswegen auch ganz bewusst den Ben da nicht sein großes Naturerlebnis finden lassen. In der Wüste? Wie ist das Geheimnis in der Wüste? Naja, das ist halt, sehen die Landschaften, wir haben ja da Landschaften erlebt, wo ich dachte, das gibt es auf diesem Globus gar nicht, wo soll denn das sein? Also ich dachte, so muss es auf dem Mars aussehen. Isoliert ist durch den Sand und so, das ist schon Wahnsinn. Also eine Parallele von Wüsten, Sand und Meer. Ja, ungefähr. Bloß beim Meer hört man halt die Brise, ne? Das ist halt nochmal ein kleiner Unterschied. Super, herzlichen Dank.